Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Royal P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Wir gehen mal sofort hier rein, damit die Parts nicht so lange dauern, ne? So, jetzt mal 2 Stunden ist ganz schön lang. Ich komme gerade aus dem letzten Kapitel, wo wir das Schloss wieder erobert haben und wahrscheinlich die Königin gerettet haben. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Okay, cool. Ich nehme an, die eine hat aber den Ring geklaut, ne? Oder ne, die war auf die Suche nach dem Ring und wir haben den Ring. Hallöchen. Ich bin Gott, verehr mich. Haben mich einige Leute staunt, während ich am Schlafen war. Hat meine Mutter andere Leute eingeladen, damit sie mich begutachten können. Aber irgendwie kommt mir halt so vor, als würde mich jeder so kennen. Nicht nur vom Titel, sondern vom Aussehen, ja. Ich glaube, sie hat gefragt, wie das passiert ist, ne? Irgendwie weicht die deutsche Übersetzung ein bisschen ab, glaube ich. Schließen Sie sich mir an. Nein, glaube ich nicht. Das ist eine Königin. お見苦しいところをお見せして謝るのはこちらの方だよ。僕たちのせいで君は悲しむ間もなく戦うことになってしまった。本当にすまない。ごめんなさい。神竜様。いえ、すぐに立ったおかげで、セリーヌもイブ女王も助けることができたんです。母と同じ神竜である私にとって。 それは何よりの誇りですから。ありがとう。先ほどの戦でイルシオン王国は蛇竜を復活させたと言っていましたね。異形兵が各地に現れているのはその影響で間違いなさそうです。目覚めた蛇竜が指輪を欲しているというのも今回の襲撃で明らかになった。それならやつらに奪われる前に次の戦で急がないと。イブ女王、フィレネ王国に託されている指輪。Oh, sie hat noch einen Ring.
りますか？もちろんですわ。どうぞお持ちください。フィレネオ。この前にディーンディスリーダーと。信頼。そして感謝を。神龍様に。ありがとうございます。指輪についてなのですが、まだお伝えしていなかったことがございます。よく見ると、ねえ、アフビルちゃんショーな。フィレネにはもう一つ紋章師の指輪が存在します。なんだって。我が国に二つ目の指輪が。フィレネの指輪は一つではなかったのですか？隠していてごめんなさい。争いの火種になってはいけないと。その指輪の存在は代々フィレネ王国の王や女王にのみ言い伝えられてきたのです。ですが、邪竜が復活した今、隠しておくべきではありません。Auch aus Fire Emblem 2. 神様より託された指輪の数は公には各国の王家に一つずつ。しかし、フィレネにはそれ以外にも密かに託された指輪があったのです。Wer auch immer die Ringe von Fire Emblem 8 hat, müsste eigentlich auch zwei Ringe haben. Oder auch nicht. Tochter des Lichts. Mikaya? Fire Emblem 10? Brodia. お兄様、ご存知なの？父上が亡くなったすぐ後、母上に連れられて一度行ったことがあるんだ。この場所は覚えておきなさいと言われて、当時は意味がわからなかったけれども、そういうことだったんだね。ええ。いつかあなたが王位を継ぐときに、口伝のみでこと足りるようにと。では、祠へは僕が案内を。そのまま神龍様に同行します。行くのですね、アルフレッド。はい、僕は戦を終わらせる力となりたい。平和のために戦うこと、そして神龍様と共に旅立つことをお許しください。お母様、私も神龍様のお力になりたいです。 Nein, das kannst du nicht, ist viel zu gefährlich. セリーナ、わかりました。 Oder auch nicht. 旅立ちを許しましょう。Ich meine, sie ist super stark. Also, wahrscheinlich einer der stärksten Charaktere, die ich im Moment habe. In Rollenspielen ist das ja eigentlich mal typisch, dass Prinzessinnen und Prinzen irgendwie durch die Gegend reisen, ne? Aber jetzt, wo ich da nachdenke, ne? Das würde nie im Leben passieren, im echten Leben, ne? Oder im Mittelalter oder so, ne? Dass irgendwie die... Dass irgendwie die Prinzen irgendwie, ja... Weil nicht unterwegs sind und irgendwie, weil nicht die Welt retten wollen. Müssen nur die... Die, wie heißt das hier, die... Die Blutlinie müsste aufrechterhalten werden oder so. Oder irgendwie so weit. Ja, die königlichen Soldaten sind ergebene Anhänger des Würmgottes. Welche Ehre, euch persönlich unter die Augen treten zu dürfen. Na, so, gehen wir mal ein paar Sachen hier. Eisenbarren. Kartoffel. Elusia wird uns nicht noch einmal überrumpeln. Wir werden Königin Eve beschützen, wenn es uns das Leben kostet. Mir ist im Kampf etwas runtergefallen, jetzt finde ich es nicht mehr. Gut, schön zu wissen. Ihr seid deutlich stärker geworden. Ihr wollt euch gut als Held in einem Märchen machen. Dieser Schlacht habe ich nicht gerade geglänzt. Ich muss mein Training noch intensiver betreiben. Finde ich eigentlich schon. Hast ordentlich Schaden gemacht, eigentlich. So, zwei Eier. Jetzt habe ich zwei Eier. Die königliche Wache war viel zu nachlässig. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Ihr werdet von Tag zu Tag stärker. Seid versichert, dass ich euch ausgesprochen stolz auf euch bin. Ich bin auch stolz auf mich. Ich fühle mich, als wäre ich stark geworden. Danke, dass ihr meine Seite kämpft. Ja, du bist jetzt Level 8. Ich glaube, du bist die höchstgelevelte Einheit, die ich im Moment habe. Gern geschehen. Da kommt daher, weil ich jeden Kratzer ja heile.
Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ein einfacher Soldat wie ich einen Tag dem Wirrenkopf begegnen würde. Ja, war denn mein Licht. Wenn der Wind aus der richtigen Richtung weht, kann man von hier aus die Blumen von Flora Mühlstadt riechen. Oh. Entschuldigung, ich wollte nicht in dein Kleid und deine Haare stehen. Meine Mutter ist in Sicherheit. Ich danke euch allen für das, was ihr für uns getan habt. Von nun an werde ich auch euch helfen. Du holt euch hier ein wenig aus, bevor ihr aufbrecht. Ich werde für eure Sicherheit beten. Hui, dieses Mal habe ich eine Menge Gegner erledigt. Was? Ich freue mich einfach nur, euch helfen zu können, göttlicher. Das ist eigentlich nur damit wir hier, keine Ahnung, bekommen. Fragmente. Ich kann euch gar nicht genug für die Rettung von Firen danken. Aber lasst mich damit beginnen, dass ich euch zum Schrein führe. Ich sage der Wirrenkopf, vielen Dank, dass ihr Königin Eve beschützt hat. Das waren alle, ne? Nee. In der letzten Schlacht habe ich viele nützliche Dinge lernen können. Ich würde sie anbieten, um euch alle zu beschützen. Oh ja. Tut mir leid, dass unsere Feinde jetzt auf mich abgesehen haben, zu schienen. Zumindest ihr scheint glimpflich davon gekommen zu sein. Ja, du hast es bis jetzt noch nicht so der drauf, finde ich. Muss ich zugeben. Wenn mit allen geredet, ne? Ja, okay, weiter. Würde ich dann sagen, oder? Ja. Hast du schon geredet? Ruhe dich ein wenig aus, bevor ihr aufbrecht. Ich werde für eure Sicherheit beten. So, dann Menü. Ich drücke immer erst 20 Knöpfe, bevor ich den richtigen finde. So, Items lagern. Machen wir das. So. Wie sieht es dann fähigkeitsmäßig aus? Ach, ich hatte das gar nicht ausgerüstet. Oh. Habe ich doch im letzten Part schon gelernt, die Fähigkeit. Mann. Das kann gelagert werden. Ich muss wahrscheinlich wieder eine Heilung für sie kaufen. So, ich habe ein Blockieren. Für dein Feld für eine Runde blockiert. Das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. So, du nimmst nicht den Panzerbrecher. Wie viel wiegt der Panzerbrecher? Gewicht 13. Uff. Den wird niemand tragen können ohne Figur 4. Mhm. Ohne irgendwie, weil nicht belastet zu werden. Na. Aber du nimmst den Panzerbrecher. Du nimmst 3 Heilmittel. Du kannst ja vielleicht noch, weiß nicht, ein Eisenschwert nehmen, weil ich. Es gibt wahrscheinlich keinen Grund, warum ich das hier nehmen soll. Ich meine, das Ding wiegt weniger, hat mehr Kraft. Das ist in jedem Punkt besser. Als hat Eisenschwert, also ich werde nie wieder ein Eisenschwert benutzen müssen. Also kannst du halt nehmen. Ja. Du hast eine Figur von 8. Der Ritter tot ist was? 11? Irgendwie kann man das hier nicht umschreiben, weil mich ein bisschen stört. Ich kann nicht gucken, wie schwer die Waffen sind. So, ich glaube, er ist der Einzige, der den Panzerbrecher ausrüsten kann. Den Reiter tot, was auch immer das war. Wir haben noch nicht für einige Charaktere ja die Dings gelesen. Ach, da muss ich noch. Hm. Was wollte ich machen hier? Hier wollte ich noch was lesen, ne? Aber hier haben wir noch einige neue, glaube ich. Für die Charaktere, die wir noch nicht hatten vorher. Zum Beispiel Celine. Stadtklasse Adlige, 18. Dezember. Prinzessin von Viren, jüngere Schwester von Alfred. Trat in Flora Mühlstadt mit ihren Getreuen der Armee des Würmgottes bei. Drückt den Ring der gütigen Prinzessin. Name Chloe, Landspflegerin, 27. April, königliche Ritterin von Viren, kämpft in Flora Mühlstadt an der Seite des Getreuen Louis, um Celine zur Flucht zu verhelfen und stieß zur Armee des Würmgottes. Name Louis, den Landsritter, Geburtstag 4. November, königlicher Ritter von Viren, deckte in Flora Mühlstadt mit seiner mitgetreuen Chloe
Celines Flucht und trat danach der Armee des Würmgottes bei. Ein Zombie. Ich muss schon sagen, wir sind da noch. Getroffen am 23.01. Größe etwa wie ein Brotleib. Gewicht circa 2 Pfirsiche. Masis Info wacht über das Somniel. Jagt Daniro vergnügt hinterher, wenn es ihn sieht. Ist seit Urzeit mit Königin Domera befreundet. Okay, so viel dazu. Na gut, dann gehen wir weiter, ne? Ich nehme an, jetzt kommen wir auf die Weltkarte. So, ausruhen und so kann ich mir eigentlich. Ich kann nur laufen. Okay. So, gehen wir erstmal zum Somniel. Ups, wer wagt es, mich anzusprechen? Sind der Händler? Sieht aus wie Händler oder so. Schmieden. Kleidung. ありがとうございます。私が入れば武器をより強力にすることができます。私は戦いのお役には立てませんが、アクセサリーで見た目を変えるお手伝いができますよ。武器屋さんのお知り合いでしたら心強いですね。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。必ずや。 Warum nicht? Ja, einfach Obdachlose in unser Sommerhaus. Hey, der ist echt abgehauen. Aber das heißt, er wird jetzt von irgendjemand getötet. So läuft das immer ab. そうだ。探してらした。慈愛の王女の指輪はセリの王女が持ち逃げしてたらしいですぜ。今は神竜とかいうやつの手元にあるようです。今回は情報だけで手打ちってことに。次はうまくやりますんで。あ、でもそうはもう通った。次はないわ。失敗したのならわかっているわよね。 Oder was? もう申し訳ございません。お目汚しをいたしました。指輪も奪うことができず。 13。一つぐらいはと期待したのですが、仕方がありませんね。ルミエルが死んだことを確認できたので、よしとしましょう。ですが、新たな神竜も現れました。まさかあの女がひそかにこうなしていただなんて。あの時、ルミエルが身を挺した理由に合点がいきました。 いかがいたしますか。まずこれ、神竜王城での戦はしれつでした。まだ戦える状態ではないでしょう。私もあなたもしばし静観が得策です。時が来るまで泳がせておきましょう。は。私はこのフルスター、してまい。 Okay. Hm, da war doch die, die auch unsere Mutter erledigt hat, ne? Oder angegriffen hat, jedenfalls. Hm. Schmiede und die Boutique. Die Türen zur Arena. Der Amiibo-Pavillon steht jetzt zur Verfügung. Bandgespräche sind jetzt verfügbar. Ein gemeinsamen Kampf habe ich das Bedürfnis, in Sommel nach meinen Mitstreitern zu suchen. Okay, schön für dich, Marv. Sobald wir bereit sind, bringe ich euch zum Schrein in der Nähe, im Ring der Tochter des Lichts aufbewahrt wird. Kaya, nehme ich an, ne? So, neue Waffen. Ich glaube nicht, ne? Leichtschwert, Leichtlanze.
Wahrscheinlich alles nicht. Leichtwaffen sind jetzt nicht so gut. Da, wo sind die? Da, ich sehe sie schon auf der Karte. Prinzessin hockt schon direkt da. Am Kleidergeschäft. Was kann man sich da jetzt holen? Spiel und Boutique haben sich geöffnet. Ich habe gar nicht gewusst, dass eine Firena einen zweiten Ring gibt. Dass es in Firena einen zweiten Ring gibt. Ey, ich habe noch nicht. Egal. Wie sollen die wachsen? So viele unterschiedliche Früchte. Probiert mal ein paar und sagt, wie sie schmecken. Das war ein fantastischer Ort. Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich einmal ein eigenes. Ich habe doch gerade abgestellt. Das ist meine Boutique. Gibt es beste Mode in ganz Ilios. Hier kannst du im Tausch gegen Materialien und Gold, Kleidung und Accessoires im Auftrag geben, die du in Somnial tragen kannst. Die meisten Accessoires, die du hier anfängst, können von allen Charakteren getragen werden. Im Verlauf des Spiels erweitert sich das Angebot der Boutique. Ah, nicht im Dings. Warte mal, habe ich nicht irgendwie so was durch den Dings bekommen? Hemd und Hose. Ja. Überhaupt nicht. Ja, und alle haben ja die Klamotten, ne? Nein, Tyler. Warum hat sie einen Badeanzug? Sind das Badeklamotten? Anscheinend ja alle. Wechselkleidung, das ist was. Habe ich gar nicht. Egal. So, warte mal, hier noch Himmelslinie, Reinheitslinie. Eisenstahl sehe ich überhaupt, wo ich das habe. Habe ich das alles schon? Am besten wäre, wenn man das im Kampf noch alles hätte, ne? Moment, finde ich die Kämpfe schon ganz schön schwierig. Da müsste ich irgendwie mein Geld irgendwie für andere Sachen hier aufsparen. Willkommen, willkommen. Ich kann euch gar nicht genug danken, dass ich meine Spiele hier öffnen durfte. Denkt immer daran, wenn ihr auch Ausrüstung erneuern wollt, kann ich sie in Form ändern. Spiel kannst du eine Waffe und im Tausch gegen Gold und Materialien verstärken. Wette deine Waffe auf und wickelst sie weiter, indem du sie veredelst oder gravierst. Übertragen mit einer Gravur ein Emblem macht auf eine Waffe, wobei niemals ein Emblem zur gleichen Zeit verwendet werden kann. Die vom Ehren benötigten Materialien kannst du auch durch andere Materialien ersetzen. Okay. Uff. Muss ich das machen, um Spiel voranzukommen? Beste wäre ja natürlich, wenn ich das hier mit den Dings machen würde, mit den einzigartigen Waffen, ne? Das Gute ist, einige Waffen sind ja auch einzigartig, ne? Wie zum Beispiel Liberation. Von daher lohnt sich das bei denen auf jeden Fall, die auch hochzuballern, ne? Ich finde zum Beispiel, mein Hauptcharakter macht unglaublich wenig Schaden. Deswegen tun wir ihn mal hier. Ach, da unten rechts sehe ich, was ich alles habe. Stahl 1, Silber 0. Problem ist, einiges davon habe ich durch Dings bekommen, durch den Pass. Was soll's? Ich finde das Spiel jetzt gar nicht so einfach, von daher was auch immer. Da kann ich auch irgendwas hochleveln, ohne dass ich dafür Eisen brauche. Dafür brauche ich auch Eisen. Wer braucht denn am notwendigsten? Ja, wer braucht das gerade am nötigsten? Eigentlich niemand, ne? Wenn eigentlich jeder macht so halbwegs gut Schaden und so. Rittertod soll ich auf jeden Fall hochballern, weil wenn ich den schon benutze, dann soll er auch Schaden machen, ne? Das soll Sinn von allen. Ja, mehr habe ich nicht.
Na gut, ist man hat hier nicht im Normalfall sind im Fire Emblem so, dass Waffen. Oh, Hallöchen, da waren mal Pferde, ach, Kavaliere. Ja. So, wir werden mal mit einer neuen Trainingseinheit hier. Ich bin der Drachenbüter. Ich muss stark sein. Ich bin noch nicht stark genug. Ich bin der Drachenbüter. Ich bin der Drachenbüter. So, ist hier eigentlich irgendwie was? Das sieht irgendwie so aus, als könnte man da aus eine Statue einmeißeln. So, Zeit zum Trainieren. Lass mich raten, ihr seid hier für einen Kraftigen. Ich kann ihren Schloss in euren Augen erkennen. Ich wusste es. Wartet ihr, ich bin sofort zurück. Ich hole nur schnell Prinz Alfred. Warum denn nur Alfred? So, machen wir mal was anderes. Klappmesser. Drücke so schnell du kannst. Drücke den Kopf so schnell du kannst, um die Linie anzuheben. Berührt sie den Boden, endet das Training. Mit dem Klappmesser wird es schwerer, die Linie anzuheben. Je schneller du sie annimmst, desto besser fällt deine Bewertung aus. Bring dich in Form. Mit Zombie trainieren. Brauchst du einen Trainingspartner? Ja, mal gucken. Okay, Mashen. Oh Gott. Davon gibt es noch höhere Schwierigkeit gerade. Ich finde das jetzt schon schwierig Glück. Bonk. Gott. Ist das schon? Ist das schon ein echtes Workout hier? Oh mein Gott! Ah, plus, plus, plus. Der hat mir kein einziges Mal geholfen, ey. Danke. Eine mit dem Rückmuster konnte ich irgendwie nicht, von daher, was soll's. Stahlbarren Milch. Ach, geben die mir was, dass ich die, weil ich die da draußen gestellt habe. Das ist doch nicht schlecht. Weizenmehl halten. Okay. So muss ich kein einziges Mal hier meschen außerhalb des Spiels. Außerhalb dieses Minispiels. So, füttern werde ich mal. Warte mal hier. Seltenes Gemüse. Ach, ich habe die ganzen Sachen hier bekommen. Ich habe eine Kartoffel gerade gefunden. Hier, frisst die. Ist das hoch höher? Ich habe gar nicht gesehen. Ich sehe keinen Unterschied. Und ja, ich nehme an, ich kann das öfter machen, aber lassen wir das mal. Ah, die Arena hat auch nichts noch geöffnet. Dann will ich mal sehen, was da abläuft. Muss man Geld wetten? Ich habe genug Geld zum Spenden wieder. Hey. Diese Blumen sehe, denke ich sofort an meinen Prinzen. Weder er noch Firen haben diesen Krieg verdient. Okay, ach, das ist der Amiibo-Pavillon, ne? Ich spiele gerade mit dem Dings-Controller, also ich kann jetzt nicht mal kurz den Controller ausziehen. Ich spiele gerade mit so einem separaten Controller. Da funktioniert das mit den Abido-Scan nicht, aber ich kann das ja mal machen irgendwann mal, wenn wir mal so ein bisschen, weiß ich nicht, Leerlauf haben. Jetzt ist bis jetzt ist das ein bisschen unpraktisch, weil wir machen immer die Hälfte des Parts hier im Somniel, und dann die zweite Hälfte ist dann meistens immer das Kapitel und das nächste ist dann wieder der Rest des Kapitels. Von daher zeitmäßig passt das irgendwie so ungünstig im Moment.
So, Bäume passen alle gut zusammen, nicht wahr? Die Farben der Früchte harmonieren wunderbar miteinander. Oh, ich will mehr Charaktere haben. Ich will noch mehr Charaktere haben. Oh, ich kann es kaum erwarten, irgendwie wieder neue Charaktere zu treffen. Was für Charaktere ich noch treffen werde und so, was die alles können. Das ist mal das Beste an Fire Emblem. Also neue Charaktere zu treffen, die zu benutzen. Nüsse, die Snats. Ha! Schutzjuwel, die Geschenke. Die kann ich nur für Supportpunkte eher benutzen, ne? Also sollte ich die vielleicht auch benutzen. Tee in einer netten Mund. Tee ist ein netter Muntermacher, wenn ich euer Gesicht sehe, ist all meine Müdigkeit weggeblasen. Oh. Bleib weg von mir. was ist da links nochmal? War ich jetzt überall? Ich glaube ja, ne? Oh Gott, diese Karte. Schwimmbad. Wann habe ich ein Schwimmbad? Und das ist voll das Luxusreservoir hier. Wenn ich einigen Leuten hier irgendwie diese Badeklamotten geben würde, würden die dann irgendwie, weil nicht anfangen, da schwimmen zu gehen. Ach, bitte habe ich schon. So, warte mal. Ich habe da so Kieselsteine mal gefunden. Ne? Kann ich die mal irgendwie. Wo stand das nochmal? Enzyklopädie. Haben die Zwillinge nicht irgendwie Kieselsteine gemacht oder so? Mag den Würmgott, gewürzige Philosophie. Ja, Blume, Mordsport, Zuckerrüben und andere ab anzufeuern. Irgendjemand macht doch Kieselsteine. Scheint nicht. Kochen, lesen, Gewürzgurken, Philosophie. Sport, Zuckerrüben. Habe ich irgendwie so weit. Habe ich Zuckerrüben. Hey, ich fällt gerade auf. Okay. Nee, glaub nicht. Verfolgt mich nicht. So, wie sieht denn die Arena hier aus? Zeig mal. What? Okay, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hätte. Was ist das hier? Samuel. In der Arena kannst du Verbündete trainieren lassen, um Erfahrung zu sammeln und ihre Bandlevel zu erhöhen. Im Standardtraining kämpft ein ausgewählter Verbündeter mit einem anderen Verbündeten. Es ist kostenlos, aber begrenzt. Das Emblem-Training stärkt die Bande zwischen einem Verbündeten und einem Emblem. Es kostet Fragmente und das Band ist Band und ist unbegrenzt. Ah, cool. Ah, ich dachte, man kann ja gegen irgendjemanden kämpfen. Dann irgendwie weiß ich nicht. Geld verdienen oder so, so wie in den anderen Teilen früher. So, bevor ich das aber mache, wie mache ich das? Unterstützung. Machen wir erstmal die Supports hier. Clan und Etty. Das ist nicht das Somnil. この辺にしておきましょう。エーティさん、お疲れ様。ゴロンさん、どうされたのですか？今日はエーティさんのためにこれを作ってきたんだ。何ですか？この瓶に入ったものは僕が作ったピクルスだよ。疲労回復にとっても。さあ、一つ食べてみて。わかりました。ではお言葉に甘えていただきますわ。 適度な酸味がたまりませんわね。そう言ってもらえてよかった。エーティエさんの健康を考えて調味料の分量とかを調整して特別に作ったものなんだ。あら、私のために特別に？うん。でもそれだけじゃないんだよ。美味しくなれ。エーティエさんにぴったりのピクルスになれって。それが全然マークレイ。 Ist es das? Ist es charmant?
Das ist normalerweise der Punkt, in dem man einfach sagt, okay, bis später. So, und Celine und Louis. Okay, sind gar nicht so viele. いい香りだわ。柑橘系の果物とこれは花ね。しかも1種類じゃないわ。そう、暖かい季節に咲く色とりどりの花の香り、それらが見事に調和して素敵な香りとなっているわ。お気に召されたようで安心しました。フィレネの南で採れた茶葉に乾燥させた花を混ぜた紅茶です。 とても美味しいわ。いつもありがとう、ルイ。毎日ルイが入れてくれる紅茶を飲める。私はそれだけで幸せよ。ありがとうございます、セリーヌ様。そういえば少し前にお話しした、あの特別な茶葉の話を覚えていますか？ええ、もちろん覚えているわ。その特別な茶葉を使うと他では味わえないような美味しい紅茶になるとか。はい。 In einer Spitze, die auf der Spitze eines Berges bewacht von einem riesigen Drachen. Aber kein Problem, ich mache das schon. Wird definitiv irgendwie sowas sein, ne? So, und ich kann Leute trainieren lassen, ne? Wie ich das sehe. Ich sollte dann wahrscheinlich irgendwie weit nicht. Und er kann mit hier supporten, aber ich will mit anderen Leuten ja mal Support sehen. Zum Beispiel, ich glaube, Wanda wird nicht so viel Action irgendwann mal sehen. Und halt lassen wir ihn mal mit irgendjemanden hier supporten. Zum Beispiel Klamm. Standard. Wanda, Training vom Wanda beginnen. Oder wird einer zufällig ausgewählt? Klan. Okay. Oh, er macht sie fertig. Hat sogar Erfahrungspunkte bekommen. Oh. Was? Schon wieder? Ja, noch gerade erst ein Support. Okay, noch ein Support daneben. クランさん、見つけましたか？どうしたの？もうピクルスなくなっちゃった。お恥ずかしいお話なのですが、そうなのです。結構早かったね。でも最近は鍛錬の質も量も上がっていたから、そろそろなくなるかもって思ってたんだ。すごいですわね。何でも見通しではございませんこと？ そうなんだ。頑張ってる人のことは応援したくなっちゃって。このピクルス、すごかったですわ。今までは鍛錬後に疲れが残ることがありましたが、これをいただくようになってからは、それが少なくなったんですの。味もとても美味しくて、ついつい手が伸びてしまいましたわ。本当？そう言ってもらえて嬉しい。じゃあ、また作ってあげる。いいんですの？ありがとうございます。 そうだ。野菜は何がいい？ピクルスっていろんな種類の野菜をつけることができるんだ。そうですわね。すぐには思いつかないので、お任せしてもよろしいでしょうか。クランさんは私のことをよく御覧になっていらっしゃいますから。Vielleicht bin ich nicht die einzige Person, die er stalkt. おすすめにしておきよ。楽しみにしておりますわ。 Ich liebe es, wie kurz die Supports in diesem Spiel sind. So. Okay, wenn es zufällig hier gemacht wird, dann ist das ja nicht schlecht. Das heißt, kann hier jemanden leveln, der schon kurz vorm Level sind. Wie zum Beispiel sie, ne? Sie ist kurz vorm Level. Sie muss natürlich auch jemanden erledigen können. Oh ja, das ist total machbar. Ja. Au. Hat ja Eddie noch einen Support.
Also man kann einfach hier gerade irgendwie ein Level abbekommen, mehr oder weniger. Ich sehe, zahlt sich das Training aus. Oh, aber die haben kein Gespräch jetzt freigeschaltet. Okay. Ach, die haben wahrscheinlich kein Dings, ne? Ne, ah, das ist natürlich schade dann. So, ihm wollte ich ja hier hochleveln lassen letztens, aber ich nicht geschafft. So, hau irgendwas kaputt oder irgendwie. Oh Gott. Die Arme. Wow, sie macht ihn fertig. Mann. Was machst du? Warum willst du dich mit jedem prügeln? Ich weiß, du bist Level 8, aber... Oh, das war kein gutes Level-Up. Entschuldige, dass ich dir aufs Maul gegeben habe. Lass erst mal drüber reden, okay? Ich muss halt etwas Emotionales wegen seinem persönlichen Skill. Ich bin halt voll mit Gefühlen. Horn bedeutet Buch. Einfach das Buch aufgehetzt. Okay, so, wie läuft das jetzt hier ab mit dem Emblem-Training, weil irgendwie unbegrenzt ist? Ein Emblem-Training, um mehr Bandlevel zu mehr Level kosten, mehr Fragmente des Bandes. Oh. Ich muss dafür bezahlen. Ah, ich kann das hier aufleveln lassen. Alles klar. Ja, aber warum soll ich da machen? Ne? Ich brauche einfach nur kämpfen. So, fällt mir gerade ein. Ich glaube, hatte sie nicht irgendwie. Hatte Celica nicht irgendwie, weiß nicht. Celine mit Celica irgendwie ein Band. Celine mit Celica, ja. Auch erstmal machen, ne? Okay, ich habe so ein Gefühl, als sind so. Ich habe so ein Gefühl, als sind irgendwie so random geschriebene Konversation. Gab es auch in Fire Emblem 10. So, warte mal. Da sehe ich auch gerade die anderen Ringe alle.
Und die haben alle feste Werte, so wie ich das sehe, ne? Wenn ich jetzt raten dürfte. Das ist nicht schlecht. Da können wir einige noch holen, ne? Wie viele Charaktere habe ich? Ich habe 10 Charaktere, ne? 1, 2, 3, 4 Ringe könnten wir uns dann eigentlich noch holen. So, links kann ich nicht mehr, ne? Ne. Alles gut, dann kann man so ein bisschen Erfahrungspunkte noch holen, so nebenbei, ne? Das ist doch nicht schlecht. Stärke, Stärke, Magie. Wenn ich ausgehe mit dem physischen Angriff von 2 Grundwärmen, Stärke und Magie. Ah, jetzt ist mein komisches Viech auch da unten. Nein. So, warte mal, spenden kann ich wieder, ne? Soll ich jetzt warten, bis ich noch mal? Ich habe so Gefühl, ich halte mich noch ein bisschen näher in dieser Region auf, ne? Goldverzerrter, Silberverzerrter. Nationalkleidung erhalten. Oh. Blumenlinie. Wandfragmente und eine Stahllanze. So, die Stahllanze können wir doch jemanden geben. Jetzt, wo ich offiziell eine bekommen habe, traue ich mich auch, die zu benutzen. Eine Stahllanze wiegt aber wahrscheinlich voll viel, ne? Ach, niemand kann die ausrüsten. Er kann sie ausrüsten, ohne irgendwie. Er hat schon so viele Sachen. Was soll ich da mache? Ich gebe ihm die Stahllanze. Nehme den Langspeer weg. Und dann kriegt Alfred den Langspeer. Langspeer ist, glaube ich, auch ein bisschen schwer. Gewicht 9. Aber er hat eine Figur von 7. Nee, 8. Nee, 7. Also er hat 6 plus 1. Gibt 7. Okay, cool. Dann kann ich ja noch mal einmal in mein Zimmer ein bisschen pennen gehen. Deswegen, ob ich mir gucken, ob mich mal wieder jemand weckt. Und dann können wir ja schon mal sehen, wie das nächste Kapitel so aussieht, ne? Und dann können wir einen Schnitt machen, würde ich sagen. Oder war ein bisschen Lore von Fire Emblem 4, sag ich gerade. Wer packt die ganze Zeit Rosen auf mein Bett? Das käme jemand herein. Schon wieder Clan. Ich verstehe immer noch nicht genau, was das hier für eine Funktion haben soll, aber irgendwann wird das schon bringen, ne? Oh, ich habe A gedrückt. Ich dachte, vielleicht muss ich da irgendwie was drücken oder so, keine Ahnung. Ich verstehe noch nicht ganz den Sinn, was das bringt, aber okay. Gut. Da wollte ich noch machen. Ringe wollte ich auch noch machen. Hallöchen. Na. Seid ihr auf die kommende Schlacht vorbereitet? Seid ihr ein weiteres Training? Okay. Sind also immer an zufälligen Orten, nehme ich an, ne? So, wir sind schon wieder neue Gegenstände. Also kann ich jedes Mal ein Nickerchen machen und neue Gegenstände spawnen hier, oder was? Kann da irgendwie, weiß ich nicht, Gegenstände farmen. Also farmen, ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ob irgendwie ob orangen Farmen irgendwie was bringt oder so. Aber mal schauen. Mich wurde erhalten.
gucken. Ich glaube, da wird die letzte Aufnahme für heute. Da kann ich auch irgendwie mal gucken, was hier so noch machen kann, so offscreen. Ob ich hier echt irgendwie Materialien farmen kann oder so auf die Weise. Ob ich das überhaupt brauche. Ich glaube ja eher nicht. Nee, aber mal schauen. Was wollte ich noch mal machen? Ringe. Meine Ringe. Ja, wir können ja schon mal ins nächste Kapitel reingehen und zu gucken, was da noch so weit nicht auf uns wartet, ne? Aber jetzt schon 50 Minuten. So, ich glaube, hier sollte ich mich ein bisschen so aufs weiß nicht, bisschen aufpassen hier so, in was ich mir hier hole. Hätte ich bei rum. Trifft während eines Bündnisses mit Emblem auf nicht zusätzliche Kraft. Ach, weil er hat schon hat, ne? Ah, warte mal. Ich habe Schwert Agilität 1. Letztes Gold, wo ist denn das? Heißt das? Heißt das, das ist irgendwie nicht aktiviert gerade? So. Ach, du bist noch nicht Level 5. Du bist aber. So, oh, das hätte ich gerne. Magie plus 2. Ja, der Treffer und Ausweichen plus 3, wenn sie am Buch verbindet. Nö, nur 100. So, und sie hat das jetzt für immer, ne? So, ich darf nicht vergessen, halt auch auszurüsten. Ah, guck mal hier. Boom. So. Aber er hat Aufmerksamkeit auch so, ne? Auch wenn er nicht mit Marv. Keine Ahnung. Hier sind Schwert Agilität 1. Ja, diese passiven, würde ich sagen, sind am wichtigsten, ne? Und ihr habt alle nichts, ne? Weil ihr nur Billigring habt. Na gut, dann holen wir uns noch ein paar Bandringe verschmelzen. Dann ist, wenn ich doppelte habe, ne? Das heißt, ich kann doppelte kriegen, ne? Ich kann polieren. Das gibt es ja auch noch. Mein Gott. Möchtest du den Heldenkönig polieren? Ah, schon wieder Bandlevel ab. So einfach kann es gehen. Ich glaube, Bandlevel ab sagt jetzt irgendwie nicht so, oh, das Level wurde erhöht oder so. Okay, cool. Dann machen wir mal ein paar, mal wieder einen von jedem Teil. Nein, einer reicht. Solange du mir nicht einen Grad gibst, wenn ich 10 erstelle, bringt mir nichts. So, Merrick, Geschicklichkeit plus 1. Ich glaube, weg, der ist aus dem ersten Teil. Haben wir schon letztens gesehen, glaube ich. Ach, wieder nur ein Kupfer. Arm. Das ist auch ein Hauptcharakter. Okay, es gibt wohl keinen Ring von allem anscheinend. Dann wird hier einfach abgestempelt als Nebencharakter. Oh, das sah gut aus. Levin. Informationen unter Ringe. Oh. Aber ich finde das so gut, dass man hier all die Charaktere sammeln kann. So, warte mal. Wer war gerade super? Ich dachte, da wäre noch einer. Ich dachte, ich habe eine super seltene gerade bekommen, weil es so ein Glitzern war. Egal.
Oh, kann ich die Ringe noch mal ausrüsten? Ja, ich glaube, Wander braucht eigentlich keinen. Ne? So, ich habe gerade, was habe ich denn für Ringe gerade? Komm. So, du hast. Oh, ich will lieber sehen, was die. Okay, Magie und Geschicklichkeit plus 1. Ich glaube, dich kann ich eigentlich hier an ihm weitergeben, ne? Magie und Glück plus. Ja, er ist eigentlich stark, schnell genug. Braucht eigentlich hier niemand Magie? Doch, warte, sie, ne? Ja, sie habe ich nur Dings gegeben. Ja, Magie und Geschicklichkeit. Dann kann ich dir geben. Sicher, wie den ausgerüstet hat, ja. Du gibst Stärke plus 1. Stärke kann eigentlich, ich glaube, sie kann das gebrauchen, ne? Sie macht nicht so viel Schaden. Nimmst den von Arm. Du kannst den. Mal den Glücksspeer nehmen, ne? Kritisches Ausweichen, Glück. Was gibt er mir? Irgendwie sehe ich nicht, was der hier macht. Geschicklichkeit. Ah ja. Man hat 10 Geschicklichkeit. Auf voller Stelle Krieger, Kämpfer. So, Wander, du brauchst keinen. Wir sind noch stark genug eigentlich. Warte mal, kann er überhaupt Dings hier sammeln? Sammeln die überhaupt FP, wenn ich den jetzt so billig gebe? Ich glaube ja, ne? Das heißt, ich muss ihn eingeben. Ich habe vergessen, wodurch ich FP bekomme. Ich mache den einfach mal ein. Wander, du kriegst auch einen. Du kriegst einen von... von Fire Emblem 1, weil das ein altes Spiel ist. Passt zu so einem alten Sack. So, Shida, hey, die ist auch eine Hauptcharaktere. Ja, ich will ihnen aber nicht Geschicklichkeit geben, weil sonst tut er wahrscheinlich öfter killen. Du kannst den Ring von hier den nehmen. Kann Luis nehmen, von Shida nehmen. Macht zwar null Unterschied, weil er voll runter geballert wird durch den Dings, ja, durch den Ritter tot, aber was soll's. So, wir sind schon fast eine Stunde hier dran, weil es immer so viel zu erledigen gibt hier im Somniel. Dann schauen wir mal kurz, was uns als nächstes erwartet im nächsten Kapitel. Und dann machen wir einen Schnitte. Ne? Ich hoffe, ich kann dann von dem Dings, von dem Kampfvorbereitung aus noch mal zum Somniel zurückkehren, um einfach nur zu gucken, so, ob ich ja noch mehr Sachen machen kann oder so. Ich werde wahrscheinlich dieses komische Viech irgendwie füttern auf Screen, damit wir das hinter uns haben, damit ich dann nie wieder was machen muss. Zum nächsten Mal werde ich auch ein paar Amiibos hier bereithalten, um zu gucken, ob wir damit überhaupt machen können. Und dann gucken wir mal. Warte mal, habe ich den einen Turm da schon? Ich glaube, da ist aber noch nichts, ne? Benachrichtigung, Amiibo-Pavillon neu. Okay, ich nehme an, da ist noch nichts dran, ne? Na gut, wie komme ich hier raus? Yeah. Gucken wir mal, was uns als nächstes erwartet, ne? So ein kleiner Vorgeschmack auf, was uns im nächsten Kapitel erwartet. Oh. Was ein Paar Log?
Nebenquests. Nach dem Abschließen bestimmter Kapitel erscheinen Nebenquestkarten auf den Weltkarte, auf der Weltkarte. Nebenquests sind optional, aber sie lohnen sich. Vielleicht triffst du sogar neue Verbündete. Ja. Das ist doch nicht schlecht. Okay, wenn du mit dem Internet verbunden bist. Okay, also nein. Das sieht mich nicht. Dann gehen wir mal hier ins Nebenquest und gucken, was da ist. Dorf der Teefelder. Oh, kriegen wir da einen Dorfbewohner. Ich habe voll die bekannten Werte am Anfang hat, aber voll die riesigen Wachstumswerte. Kann die Armee des Würmgottes die Dorfbewohner von den angreifenden Verzerrten beschützen. Klasse, Basis Level 4, Spenden Level 3. Ich kann alles aufnehmen anscheinend hier. Gehen wir mal da rein. Ich nehme an, wir kriegen ja einen Dorfbewohner, weil wir hier in einem Dorf sind, ne? Dorfbewohner, normalerweise super schwache Einheiten, die auf riesiges Potenzial haben, super viele Werte bekommen. Oder wir kriegen ihn. Oder ihn.大丈夫か。お茶入れるとき火傷してへんか。心配しすぎや。もう子供ちゃうんやし、これぐらい普通にできるで。息子が成長して嬉しいわ。なんか外が騒がしいな。先生、助けてくれ。化け物が暴れとるんや。怪我人が何十人も出とる。ちょっとやめかじゃない。 Hallo, na. Der eine hat gar keine Hosen an. Eine sehr stressige Karte. Meine Pflicht und so. Das ist meine Pflicht oder so. Jetzt bin ich ein bisschen schade, dass ich schon ein paar Dorfbefreiungen genannt habe. Weil ich glaube, das wird genauso an, als müssen wir genau das machen. Diese Quest. Wir übernehmen die Verrückten. Oh, können wir nur 7 Charaktere mitnehmen? Okay. Ach, wir können nur 7 Charaktere mitnehmen. Ich will da. Okay. Level 4, ja. Ich sehe es. So, hier haben wir Sean. Ein Kampfmönch, einen weiteren Kampfmönch. Da fällt mir ein, ich hätte vielleicht Heilung kaufen sollen für. Aber zum Glück mache ich ja hier einen Schnitt, da kann ich alles nochmal. Ich werde dann nochmal zurückgehen können zur Somniel, ne? Ja. Falls nicht, habe ich gespeichert. Okay, Sean. Er hatte die einzige Klinik im Ort bei den Teefeldern. Johns Vater. Also entweder er oder sein Kind ist irgendwie rekrutierbar. Oder beide. Nehme ich jetzt an, ne? Er hat ganz schön ordentliche Werte. Ich sehe sein Kind gerade gar nicht. So, wir müssen Dorfbewohner beschützen. Ich sehe es auf jeden Fall.
alle Gegner besiegen, dann die Welt besiegt. Okay. Ich nehme an, er taucht irgendwie gleich so irgendwie so auf, so hey, ich bin abgehauen und so, ne? So, ich sehe sofort, die erste Strategie wäre irgendwie mich hierhin zu teleportieren mit Celine, damit wir die hier abfangen können, ne? Boah, bewegt sich gar nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall ja im ersten Zug hier alle hier erledigen, ne? Die sind egal. Am besten hier hoch. Mit Celine erledigen. Oh, er macht ja nichts an Schaden. Dann hier vielleicht mit Sigurd hinreiten, mit Alfred. Ja, wird schon machbar sein, irgendwie, ne? Cool. Aber dann machen wir es im nächsten Part. Jetzt mal gucken, können wir auch zurück. Können wir. Und dann werde ich im Somniel vielleicht nur so ein bisschen was, weiß nicht, nachgucken. Im Sinne von kann man hier irgendwie, weiß nicht. Kann man irgendwie, weiß nicht, Gegenstände erfahren oder so. Vielleicht mich noch irgendwie intensiver irgendwie vorbereiten. Mit einem klaren Geist bin ich gerade nicht am Aufnehmen, keine Ahnung. Aber gut, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Im nächsten Part machen wir diese Nebenquest. Sieht nicht nach einer sehr großen Karte aus, also vielleicht schaffen wir die schon locker eine Stunde oder unter eine Stunde. Das wäre cool. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr liken, Abo und all das coole Zeug hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski. Oh, ich bin auf dem Schiff. Bye bye.